Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kuro Space Program. Heute mal kein Space Program, sondern ein Fly Program. Ich habe ein kleines Flugzeug gebaut und ich habe mir gedacht, wir testen das. Ich habe ein bisschen rumgetweakt, ich habe die kleine Dalle an Bord hier draußen, noch ein paar Lufteinlässe überall für die Antriebe. Und wir testen mal, wie gut das Ganze funktioniert. Bedeutet 3, 2, 1, Liftoff. Es hat schon eh so einen leichten Pitch-Up immer. Schau mal, wie gut das funktioniert. Ich habe die Flügel relativ weit hintergesetzt. Ihm 3 Antriebe gegeben. Ich wollte ein relativ schnelles Flugzeug für vielleicht zukünftige Forschung auch am Nordpol bauen. Also ein Flugzeug, was kleines und... Oh. Ja, es ist auf jeden Fall mal schnell. Lässt sich auch relativ stabil steuern. Fliegen wir mal übers Wasser. Das fliegt echt nicht schlecht. Weiß nicht, ob das Triebwerk auf 100% Leistung läuft. Doch, 100%. Schauen wir, wie schnell wir werden können. Wir haben schon 250 Meter pro Sekunde. Das ist nicht schlecht. Mein Plan wäre, hier einen Drehflug zu machen und wieder zurückzukommen. Aber als erstes testen wir mal aus, wie hoch die Geschwindigkeit dieses Flugzeugs überhaupt werden kann. In Zukunft habe ich mir überlegen, ob wir nicht einen Space Shuttle oder was in der Art wie ein Space Shuttle bauen. Vielleicht eine Rakete vorne an ein, oder oben ein Flugzeug auf eine Rakete, ein Flugzeug drauf, was dann wieder zurückkehrt zu Kerbin. Und damit sozusagen testen. Wir haben jetzt schon 340 Meter pro Sekunde mit diesem Flugzeug. Wir haben eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit. Wir sehen auch, wie weit wir schon mittlerweile gekommen sind. Okay, es ist nicht so ganz stabil, wie wir es erhofft haben. Mal einen Steilflug nach oben. Schauen wir mal, was ab. Also ein Steilflug ist was anderes. Wir versuchen auf jeden Fall mal hochzusteigen. So schaut's aus. Die Idee dahinter ist, dass wir schauen, was passiert, wenn wir jetzt wirklich hochfliegen. Schau mal. Steilflug. Geschwindigkeit reduziert sich auf jeden Fall jetzt rapide. So steil kann das Ding nicht fliegen. Wir sind in den Wolken. Gehen wir ein bisschen mehr auf sanften Flug. Wir brauchen auch wieder nachher ein bisschen Schub. Geschwindigkeit stabilisiert sich. Wir nehmen sogar wieder an Geschwindigkeit zu diesmal. Aber der Luftdruck ist zu gering, okay. Tiefflieger, kein Hochflieger auf jeden Fall. Na gut, dann Drehung einleiten und nach unten Richtung Boden. Wendemanöver. In den Wolken ein Wendemanöver.
Wie weit sind wir überhaupt mittlerweile? Das ist Körper. Ah, schau, wir sind erst auf der Höhe. Okay, also so weit sind wir doch nicht gekommen, wie erwartet. Aber fliegen lässt sich jetzt, ja, mittelmäßig, würde ich sagen. Für mich wird interessant, wie gut der Landeversuch mit sowas ist. Weil wir machen einen schönen Kreis und fliegen wieder zurück, wenn das alles so klappt wie oft. Mittlerweile stabilisiert sich auch das Flugzeug wieder. Und versucht dann Höhe wieder zu gewinnen, ganz leicht. Davor noch so. Wir wollen ja davor eindrehen. Ich glaube, mit dem könnte man auf jeden Fall Expeditionen an irgendwelche Orte machen. Es hat auch genug Treibstoff, nach meinem Wissen. Also der Treibstoffverbrauch ist jetzt nicht wirklich extrem. Wir reduzieren jetzt mal den Luftfluss durch die Triebwerke. Schauen wir, so ein bisschen unter der Hälfte der Triebwerk-Maximum an Schub ausgibt. Wir steigen trotzdem weiter in die Geschwindigkeit. What? Jetzt haben wir eine Cruise-Geschwindigkeit erreicht im Grunde. Langsam einlenken auf die Flugbahn. Die muss wirklich gerade vor uns sein. Ich soll jetzt reduzieren weiter die Fluggeschwindigkeit. Wir machen jetzt einen Einflug. Jetzt schaut es relativ gerade aus. Fliegt stabiler als erwartet. Ich habe bloß den Hobble nicht vorhin verstanden, den es gemacht hat, wie ein Bunny. Irgendwie. Wir machen nochmal einen Nosedive. Ein bisschen die Triebwerkleistung. Hat das einen Rückschub? Perfekt. Wir können das hier gleich mal auf Standby legen. Flugsimulator 2030, wuhu! Okay, nicht gut. Hat jemand überlebt?
Holy shit, den Reifen läuft. Ich schmeiß zu weit. Ich glaube, da hat keiner überlebt. Fuck. Ich habe zu sehr gewollt zu landen. Scheiße. Ich hätte schauen müssen, dass die Geschwindigkeit noch weiter runter droppt, ich die Nase höher nehme und dann runterkomme. Aber so werden wir langsam mal Tests machen, damit wir Flugzeuge designen können, die gut fliegen. Und das dann in einen Raumschiff. Also wir werden das vielleicht jede Woche, jede zweite Woche ein Flugzeug mal fliegen, auch mit größeren Missionsaufgaben. Aber Leute, dadurch, dass ich an dieser Woche umziehe, wo ihr das Video gerade seht, und ich jetzt Vorbereitungen aktuell treffen muss für diesen Umzug, beende ich diese Folge jetzt hier. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.